Ja, hallo, mein Name ist Vinzenz Mell. Ich bin 2003 für ein Geografiestudium hierher gekommen, habe dann auch hier mein Diplom gemacht in Geografie und wohne seit ein paar Jahren mit meiner Familie in St. Nikolaus. In meiner Familie war immer schon wichtig, dass man sich irgendwie, oder meine Eltern haben darauf geachtet, es hat auch schon bei meiner Oma angefangen, dass man sich gesund, bewusst und auch biologisch ernährt. Wir hatten einen eigenen Garten, wo wir uns selbst versorgt haben, teilweise natürlich. Und so bin ich eigentlich schon früh mit bewusster Ernährung in Kontakt gekommen. Und das hat sich dann auch hier in Innsbruck fortgeführt. Und zwar in dem Sinne, dass ich damals bei der ersten Foodcorp dabei war, die es auch immer noch gibt, die Kooperation zum Fruchtgenuss, die erste Foodcorp, die es hier gab in Innsbruck. Bin ich jetzt gerade Teil der solidarischen Landwirtschaft, die sich auch neu gegründet hat. Ist auch ein neues Konzept, zu guten Gemüse zu kommen. Und Bauernkiste ist auch schon ein Begriff für mich. Seit längerem kennt man natürlich dieses System. Und aktuell möchte ich jetzt mit euch einen Rundgang machen und euch vielleicht eine kleine Vorstellung, eine Regnose mit euch machen. Also ich befinde mich jetzt hier vor einem Leerstand in Mariahilf. Jeder kennt ihn irgendwie, ist ja die Alpinerei, ehemalige Alpinschmiede auch. Ist gerade ein großer Leerstand. Ja, und es geht darum, irgendwie, jetzt ist gerade Weihnachten vorbei, stellt euch vor, irgendwie, es ist Weihnachten 2021. Ihr habt den ganzen Sommer über irgendwie bestes Gemüse, beste Nahrung, bestes Fleisch, besten Käse, Früchte, Äpfel, Birnen, Gemüse, Salate. Konntet ihr euch einfach holen. Servus. Und zwar in eurem eigenen Laden. Ihr konntet da einfach 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit eurer Chipkarte reingehen, aufmachen, euch das Zeug nehmen, was euch irgendwie fehlt, was ihr braucht, das Ganze im System aufwiegen, verrechnen und wieder rausmarschieren. Ihr habt den ganzen Laden mitgestaltet, von der Einrichtung bis die Produzenten und die Bäuerinnen, die ihr mit aufgestellt habt, damit wir den ganzen Laden füllen können. Ihr habt Arbeit reingesteckt, aber ihr kriegt auch was dafür. Und zwar ist es ein genossenschaftliches System, ein genossenschaftlicher Laden, wo man einfach zusammen eine Einkaufs- und Verkaufsgenossenschaft gründet und dann eben ja, die Möglichkeit hat, die Bauern auch als Direktvermarkter fair zu bezahlen, ihnen das zu geben, was ihnen zusteht, für die Arbeit, die sie machen, und nicht, dass die Zwischenhändler alle groß mitschneiden. Man kann das Sortiment auch erweitern. Es gibt ja auch jetzt bei uns vielleicht keinen Wein oder keine Orangen, vielleicht kann man aber über Kooperativen auch solche Dinge herholen. Und mein Anliegen von dem Video ist irgendwie, dass ich Leute zusammenbringe, die irgendwie Interesse haben, so einen genossenschaftlichen Laden aufzustellen. Und gemeinsam hat man eben ein großes Know-how. Vielleicht gibt es jemanden, der schon ja, eine Genossenschaft gegründet hat, der sich auskennt mit einer Businessplanerstellung, der irgendwie Kontakte zu Produzentinnen und Bauern hat, die irgendwie im Umkreis sind und regional produzieren und biologisch. Da kommt ein nächster Leerstand wahrscheinlich. Wird zwar jetzt ausgebaut, schauen wir mal, was da draus wird. Ja, und diesen Supermarkt würde ich eben gerne mit euch zusammen stemmen.
einfach, dass wir hier regional 5 Minuten Entfernung von unseren Wohnungen zu Fuß hinlaufen können und uns einfach mit dem versorgen, was wir brauchen. Hier auch ein weiterer Leerstand. Müssen wir mal im Kino nachfragen, ob man da vielleicht was haben kann. Also wir haben so eine schöne Straße jetzt auch mit dem Boulevard, wo einfach viel möglich ist, wo sich das Ganze öffnet. Und wir haben einiges an Leerstand und es kann ja auch ein kleines Lokal sein, wie das nächste, wo wir jetzt reinkommen, ehemaliges Bärele, auch schön saniert. Auch das ist natürlich möglich zu sagen, man fängt erstmal klein an, muss ja nicht immer gleich das Größte sein. Ja, und man kann ja auch größer werden mit der Zeit. Ja, und so ein genossenschaftlicher Supermarkt oder Einkaufs- und Verkaufsgenossenschaft, wie man es auch nennen kann. Es gibt ja viele Sachen, die schon so funktionieren. Also es gibt in New York einen ganz bekannten Supermarkt. Es gibt jetzt auch in Wien, hat sich gerade einer gegründet, sogar im Außerfern in Vill gibt es so einen Supermarkt, der genossenschaftlich funktioniert. Weiterer Leerstand, auch hier wieder. Vielleicht auch nur so ein kleines Fenster, ein Seiteneingang. Ja, es gibt ja dieses Konzept schon und es ist eigentlich so, dass man sagt, man gründet es zusammen. Jeder macht eine Einlage, sagen wir mal von 300 Euro. Und wenn man dann irgendwie 50, 60 Leute hat, dann hat man schon mal ein Startkapital, um sich was anzumieten, um die Einrichtung zu machen. Hier gibt es auch wieder 2 große Leerstände, 2 große Fenster, 1 Leerstand. Auch da ist was möglich. Und eben, also mit dieser Einlage kann man dann eben versuchen, ja, den Laden aufzustellen. Dafür kann man dann einfach auch in dem Laden, wie gesagt, mit Chipkarte einkaufen. Es gibt auch eine Möglichkeit, dass man den Laden öffnet, indem man ihn auch an ein paar Tagen aufmacht für andere Nichtmitglieder, die dann halt einfach ein bisschen mehr zahlen oder auch gleich Mitglied werden. Es gibt da verschiedene Systeme, wie das funktionieren kann. Und da müsste man sich halt einfach orientieren an dem, was gerade möglich ist. Okay. Ja. Robi. Trash. Und ja, hier war ein Leerstand. Und ohne Risiko ist es natürlich auch, weil wenn man jetzt sagt, okay, das funktioniert für mich nicht, der genossenschaftliche Supermarkt, ich möchte es irgendwie... funktioniert nicht, dann kriegt man auch diese Einlagen wieder zurück. Und dann kann man anderen ermöglichen, beizutreten. Oder man kann halt einfach mal sagen, okay, das hat sich jetzt für mich nicht gelohnt, aber es war eine gute Erfahrung. Ja, und in der Straße hier, in der Innenstraße, gibt es ja auch noch einen weiteren Leerstand. Hier wieder seit wie vielen Jahren? 15 Jahre geschlossen. Auch irgendwie muss er weichen. Vielleicht denken sie, da wird es mehr geben. Ja, es entwickelt sich hier was. Einiges passiert in dem Viertel. Und deswegen finde ich auch, dass genauso ein Supermarkt, den wir gemeinsam führen, irgendwie ein wahnsinniges Potenzial hätte und spannend sein kann, einfach sowas in der Straße zu haben und zu zeigen, wie denn eigentlich auch die Nahversorgung möglich wäre. Ja. Genau, und da würde ich jetzt einfach gerne euch bitten, leitet das Video gerne weiter an andere Interessierte. Und ich mache noch ein paar Links unten hin oder schicke die Links mit, dass man irgendwie sehen kann, was sich ein bisschen schon mal einlesen kann, falls es jemand interessiert. Und dann würde ich einfach ein Treffen organisieren mit uns allen zusammen. Weiterer Leerstand, ehemaliges Early Bird. Ist ja auch möglich, man kann den genossenschaftlichen Supermarkt ja auch mit einem genossenschaftlichen Café erweitern. Noch ein weiterer Leerstand, Fabrics. Oder auch eben da drüben, großer Leerstand, gerade im Moment Adria im Turnus Vereinsheim. Genau, man kann das auch erweitern und dann würde ich einfach was ausmachen, wo wir uns Corona-konform treffen können und dass wir das irgendwie
angeht. Und vielleicht können wir schon im Frühjahr oder ja, vielleicht können wir schon im Frühjahr die erste Ernte zusammen mit den Bäuerinnen und Produzenten einfahren und schon in unserem Laden stehen. Hier ist ja wieder ein weiterer Leerstand, Leimgruber, ehemals auch ganz schön. Ja, und vielleicht können wir da schon drinstehen bei einem kleinen Kaffee und uns daran freuen, wie schön das Leben sein kann. In dem Sinne, bitte weiterleiten und ich freue mich, wenn wir was stemmen da. Und so verabschiede ich mich jetzt vor dem letzten Leerstand hier. Auch Kauf ist möglich. Warum nicht? Wird er gerade verkauft? Ja, ich danke euch fürs Zuhören und schönen Tag noch und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao.